Hallo, herzlich willkommen zurück bei Mittelerde Mord aus Schatten. Wir machen eine Machtprobe. Tödliche Herausforderung meistern, bla bla bla, hatten wir schon. Die machen wir mit weg, genauso wie dann den Auftrag noch für die Ausgestoßenen. Dann noch so ein Ding, oder ich mache Ist erst die das ein beiden, Witz? egal. Und das soll eine Prüfung sein? Du bist tot, mein Freund, du weißt es nur noch nicht. Denn du wirst genagelt. Wie jetzt? Hey! Wie Schaden kriegt der nicht, ne? Mach mal so. Du Vielleicht werde ich auch ein konntest bisschen dich nicht mal überheblich. allein stellen. Ich zeige dir, wie ein wahrer Krieger kämpft. Der Karagor macht es mir gerade echt nicht leicht. Ich brauche hier mal eben die Pflanze, um auch nur mal sicher zu gehen. Mit ihm los. Machtprobe gelöst. Macht angestiegen. Na, ist egal. Es stirbt sowieso. Das war nicht einmal eine Herausforderung. Was steht als nächstes an? Waldläufer, ich kenne deine Tricks. Das Blatt hat sich gewendet. Kehrt um. Wir werden wieder kämpfen. Hey! Er hat mein Bein! Nein, jetzt wieder den Falschen. Unaufhaltbar! Haltet euch vor! Und wieder den falschen, sag mal. Jetzt haben wir ihn. Mann. So. Bei allem, was hier so vor sich geht, könnten wir sicher ein paar mehr Krieger gebrauchen. Hier gehen gerüttelt. Die Ausgeschossenen sind bereit, sich gegen ihren Urkern aufzuziehen, doch ihre Anführer wurden gefasst. Rette sie, damit sie. Warum? Damit sie ihre Männer führen können. Ist einfach weitergelaufen. Gibt's denn sowas? So, lass Orks vor Schrecken fliehen. Kriegen wir hin. Hab gehört, der Waldläufer soll sich hier herumtreiben. Was? Ein Waldläufer? Du willst deine Och. Dieser Uruk wurde erschlagen. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Sieben Stück diesmal, Alter. Wofür brauchen die denn sieben Anführer? Wie lief die Jagd? Hast du die Sklaven gefunden? Ja, hab sie alle. Einer gegen ein Waldläufer.
Warte! Ich rieche etwas. Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Was bist du für ein Anführer? Wir waren nicht allein. Bitte, finde unsere Freunde. Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Toller Anführer. Ein Jäger, der seinen Speer. Da kann ich ein paar fliehen lassen. Ich hoffe, du zettelst wirklich einen Aufruhr an. Vielen Dank, Fremder. Sowas nennt sich Krieger. Ober, ihr könnt mal. Achtet auf ihre Schwerter! Ja. Wir sind bei der Waldläufer. Wer ist denn hier schon wieder mit einem beschissenen? Töten brauche ich kein Schwert. Tod den Sklaventreibern. Mann, wo kommen die eigentlich alle her gerade? Sie können uns nicht alle töten. Halte zusammen! Bleib beieinander! Jetzt rennen sie weg. Gut. Will ich dir mal die Bogenschützen da wegmachen, die da irgendwo noch rumrennen? Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Danke, Waldläufer! Hilf uns, bitte! Du musst lernen, dir selbst zu helfen. Ich stehe in deiner Schuld. So, erledigt. Zwischendurch wird es dann doch noch mal ein bisschen knapp. Waldläufer, du bist... Ja, guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Dann kann ich auch den hier gleich mitmachen. Ein guter Mann. Die Menschen Mordors werden sich erheben. Ich weiß es genau. Und das ändert dann genau was? Auch Pfeile. Wieder keine. Naja. Der Hauptmann sagt, der Grabwandler sei in der Nähe. Ja komm, mach mal fest mal weg. Fressenzeit! Zeit zum Fressen. Der Hungrige. Fressen und trinkt! Schön. Kollege, du weißt noch nicht, was dich erwartet. Deins, ja? Feigling, Waldläufer, dummer Mensch! Ach, dein Schild war ja richtig gut, ne? Okay, wie auch immer das jetzt passiert ist. Der ist aber einmal tot. Und ich auch noch nicht. Bin daran direkt verreckt. Gut. So, dann gehen wir jetzt. Jetzt müssten wir relativ ungehindert dahin marschieren können. Wir laufen, falls hier noch mehr ausgeschlossene Aufträge freischalten auf dem Weg. Oder freischalten können. Warum sollte er sonst wie ein Narr auf einem Karagor umherreiten? Voller Berserker bist du.
Aber der Berserker vorhin der erste, der weggerannt ist, das war schon gut. So, Saurons Armee. Ja, ich krieg das Bett einfach nicht leer. Das geht nicht. Auch wenn man nicht stirbt, ich dachte mal, es wäre irgendwie möglich, aber offensichtlich nicht. Die rücken stetig nach. Ob man jetzt Zeit vergehen lässt oder nicht. Egal. So, dann gehen wir mal zu Hirgon und gucken mal, was der zu erzählen hat. Dann müssten wir jetzt eigentlich die schwarze Hand rufen, ne? Da hinten ist doch gerade was explodiert. Interessant. Kommt ja nicht auf die Idee, auch nur einmal eure Kampfübungen schleifen zu lassen. Ja, ihr wollt echt nicht, dass euch der Anführer wegen so. So, gucken wir mal, wie das jetzt weitergeht. Hier ist der Gang. Der Eingang. Vielleicht einmal durch. Und los geht's. Störe das Gortau und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du? Er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut, ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Was? Wir müssen den Uruks einen ihrer Grockkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Können wir das auch schneller? Was ist denn da los? Ach, Gule, toll. Die Gule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Gule wollen einfach nur fressen. Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Weiß auf die Uruks. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Der Karren, der Funke unserer Rebellion. Hat er sich echt aus der Sicht bewegt? Da ist er. Da war doch ein Geräusch. Oh, der hält ja viel aus. Drei Aufzehrungen. Bye bye, Bruder. So schnell bewegt sich durch ein Orklager nur der Waldläufer. Der Tark. Talion. Der Weg ist frei, Männer. Der Kopf wird angegriffen. Nun müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren.
Ja. Gehen wir hin, oder? Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Lass uns gehen. Wir sind doch schon dabei. Was ist denn mehr? So, wo will er denn hinbringen eigentlich? Das ist doch ein Stück, oder? Na komm hier, Gon. Du musst jetzt bei Nacht echt nicht schleichen. Echt nicht. Na, geht doch. Warte, es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule, sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Quatsch. Pillepalle hier. Das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Wie hier kommen wir angegriffen. Ja. Ist das ein Hauptmann da drin? Nein, das ist hier gekommen. Okay. Das ist meiner. Okay. Zeig mir, was du kannst. Nee, über mir. Ja, du bist zwar informant, aber du bist trotzdem tot, so. Lass dich jetzt bloß nicht von meinem Karagor irgendwie stören, Mann. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Das war mal so, glaube ich. Weil sonst hätte er dich ja wohl kaum verschonen wollen. Das Leuchten an der linken Hand, ne? Da wo der Streitkolben von Turmin zu in die Hand zerdeppert hat, ne? Ghule umschwärmen und durchtan. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Na dann. Gut, dass er optimistisch ist, hä? Still, ihr Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Da hat sich einer verirrt. Ich sehe übrigens keinen irgendwas schieben. Ja, ich folge dir ja schon. Die Toten sammeln sich zu unseren Füßen. Unseren. Sie greifen uns an! Können wir weiter, ja? Ja.
Jetzt haben wir echt die anderen ihn auch noch attackiert. Oh, Hiergon, du bist so eine Wurst. Wärst du einfach mal weitergelaufen, hätten sie dich in Ruhe gelassen. Ich krieg nur einen Erfahrungspunkt für einen getöteten Ghoul. Das lohnt sich überhaupt nicht. Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Okay. Plötzlich sind sie dann doch da. Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Aha. Auch das ist jetzt kein großes Problem für mich. Es ist zu still. Irgendetwas ist hier faul. Auch das wäre mir egal. Ich bin der überhebliche Talion. Würde ich zwar lieber dir zwar lieber in den Kopf schießen, aber nun gut. Dass der größte Vorposten war. Hätte ich dich da drin eigentlich verzehren? Karagor, ein Feind ersetzt den nächsten. Ja. Da ist das Monument. Vor uns erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Gut. Sieh dich um. Bald wird das Monument fallen. Sieh, Waldläufer. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Okay. Die Uruk schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Eliminiere die Wachen. Welche Wachen? Ach, einfach alle hier. Okay. Also hier waren aber auch mal Längen mehr Leute. So, ich brauche Pfeile. Hier haben wir welche. Ja, die Gesundheit brauchte ich jetzt nicht. Gehen wir wieder hoch. Komme ich hier nicht ganz hoch? Hier komme ich wieder weiter. Die beste Art, einen Karagor zu jagen, ist aus der Ferne. Mit einem Schützen und einer guten Armbrust. Wenn du nur eine Armbrust hast, musst du sie schnell erwischen, bevor sie dir zu nahe kommen. Schlecht hier jemand herein. Sklave, haut ab! Koste meinen Schwung! Da haben wir noch einen. So.
gehört! Sturm zum Tor! Das ist Stürmen, ja? Jetzt hat er aber 4 Leute mehr mitgenommen. Ich kümmere mich um die Uruks. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Vorwärts, immer vorwärts! Ihr braucht die Uruks nicht zu fürchten! Ja, leicht reden, ihr braucht die Uruks nicht zu fürchten. Sie schießen den Schützen in den Kopf. Dafür muss ich erstmal alle Schützen sehen. Das Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Da. Dann schieben wir jetzt den Grockkarren. Eliminiere die Schützen. Oh, jetzt echt? Keine Heldenschüsse mehr. Ja. Schüsse, danke. Das geht richtig schnell. Dass sich die Explosion nach oben fortpflanzt. Die Festung ist verwüstet, würde ich sagen. Ihren Untergang besiegelt. Mein Volk glaubt, es hätte sich seine Freiheit erkämpft. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten. Gib deinen Männern einen Anführer. So, Auftrag abgeschlossen, inklusive zusätzlichen Ziele. Als wäre ich im Tode für diese Ausgestoßenen kein solches Monster wie im Leben. So, wir haben 2 Fähigkeitspunkte übrig. Treffer-Serie nicht unterbrechen ist natürlich schon mal nicht schlecht. Den setzen wir rein. Da haben wir immer noch nicht genug. Gut, 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 gut. Waffen und Runen. Aber 2 neue, okay. Was haben wir denn da? Nahkampfschaden kann weg. Es gibt so wenig gute Runen, ne? Öd in die Waffen vor, bla bla bla. Beim Reiten an der Bestie braucht doch keiner. So. Jetzt haben wir das erledigt und jetzt müssen wir da die schwarze Hand noch erledigen. Dafür reisen wir jetzt mal schnell. Und seine Hauptmänner sind die wahren Monster.
Sie werden zurückkehren und diese Menschen vernichten. Das haben sie gut gemacht. Ich hatte jetzt schon befürchtet, dass ich möglicherweise den Dialog unterbreche. Dothan, das ist mein Gerücht, nicht wahr? Nein, Dothan ist tatsächlich gefallen. Machen wir das hier nochmal eben mit. Ein Duell zwischen den beiden. Kotuk, Schmerzensfreund, und Gorfell, der Wuchtige. Schön. Wer auch immer. Du stirbst. Und ich bring dich nach Haus zum Spielen. Oh Gott. Für den Frevel töte ich dich, Menschenfreund. Aus der Haut dieses Verräters werde ich deine Trommel abbiegen. Ja, ich bin... Ersten erledigt. Gut. Du magst es, wenn Uruks gegen Uruks kämpfen? Mach doch mit! Bin dabei, mein Freund. Ich bin zu klug für diesen Trick. Du versuchst... Für welchen Trick genau? Einmal. Zweimal. Wenn der Hauptmann mich nicht bemerkt, werde ich es nie töten. So, ich habe hier noch keine neue Möglichkeit. Das heißt, ich kann momentan nur das machen. So, nochmal 9 Macht fürs Ausschalten des einen Hauptmanns. Hälfte zur letzten Ebene haben wir dann schon. Sehr gut. Ich könnte natürlich jetzt weiter damit machen, aber wir verlassen das Gebiet, in dem wir dann jetzt den letzten Auftrag in dem Bereich machen. Gortau ist gefallen. Die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderung angenommen. Gucken wir mal, was da abgeht. Ja. Oh, ich Bruder. Er will den Grabwandler? Ja. Ist die schwarze Hand gekommen? Einer seiner Schergen. Er ist gekommen, um uns zu jagen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht. Oder ihr seht den Morgen nicht. Kriegen wir hin. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin, es ist Zeit. Leb wohl, mein Freund. Gut. Weise Entscheidung. Kämpfe keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle außer mir. Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Was für eine Verschwendung eines Supercharakters. Bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn!
Dies ist nicht deine Zeit. Was soll ich tun? Stich gegriffen, Uruksab. Alter, Kollege! Du bist nichts gegen uns! Waldläufer, Zeit zu sterben! Trete zurück und lernt die Kunst des Mordens! Tötet ihn, ihr nichtsnutziger Haufen Augs! Dies ist nicht deine Zeit! Geht doch! Kann ich nicht überspringen? Okay. Zurück an die Arbeit, ihr Maden. Geht schon. Schlitz ihn auf. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Der Falsche. Du hast dir den Kopf abgeknallt. Wir stecken deinen Kopf auf einen Pfahl. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Er macht sich hier Luft. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Waldläufer, Zeit zu sterben. Na ja, er ist zumindest nicht immun dagegen. Er kam aus dem Nichts. Fügt ihm nun den Todesstoß zu und beweist mir euren Wert. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Kannst du nicht ertöten, Abschluss? Reicht ihm die Arme! Oh, erledige ihn langsam, Stück für Stück. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Du zeigst mir gar nichts, Kollege. Wie schmeckt dir deine Rache, Talion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Verrecke! Mit den Toten. Wer bist du? Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nonnenmeer. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Hier bist du. Nun, Litariel vom Nonnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Ich
Der schwarze Hauptmann. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Der Bote ist jetzt verfügbar. Auf eine Gollum-Mission. Wo ist denn die? Die ist natürlich wieder ganz woanders. Gut, die Folge ist dann jetzt zwar ein bisschen kürzer, aber ich beende sie hier. Weil ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, an dem man so eine Folge beenden kann. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie das Nurnenmeer denn wohl aussieht. Bis hierhin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Staffel.